Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schrauben wir am Golf 4 wieder weiter. Und zwar habe ich, letztes Jahr war das glaube ich, habe ich einen anderen Stabi reingemacht. Einen Stabi mit einem größeren Bogen in Verbindung mit einstellbaren Koppelstangen. Das Ganze ging da schon ein bisschen tiefer wie vorher mit dem Original-Stabi. Aber was jetzt im Laufe der Zeit mir aufgefallen ist, dass wenn ich komplett einschlage, dass der Position von der Koppelstange, vom Kopf, an der gleichen Position ist wie die Antriebswelle, und wenn ich da komplett einschlage und fahre, dann schleift der Koppelstangenkopf an der Antriebswelle. Das ist natürlich Mist, war immer eingeschränkt im Einschlagen, und wenn ich was gehört habe, habe ich wieder zurückgedreht. Das ist natürlich Kacke. Und das andere ist, dass diese Gummis da, diese Stabi-Gummis, ausgelutscht wurden. Wahrscheinlich, weil ich die einstellbaren Koppelstangen so auf straff gezogen habe, dass da viel mehr Spannung drauf war, wie sein soll. Dadurch natürlich auch mehr Beanspruchung auf dem Gummi. Und das macht sich dadurch bemerkbar, also ich denke mal, dass es das ist, es macht sich dadurch bemerkbar, dass wenn ich über holprige Straßen fahre, dass das Ganze quietscht. Das macht dann so. Stört mich natürlich auch. Das ist Punkt Nummer 1, also wie gesagt, Punkt Nummer 2, wie gesagt, Punkt Nummer 1, dass beim Einschlagen der Koppelstangenkopf an der Antriebswelle schleift. Punkt Nummer 2, dass die Stabi-Gummis kaputt sind, wahrscheinlich dadurch auch kaputt gegangen sind. Dann der nächste Punkt ist, dass ich trotz dieser größeren Biegung auch nicht so tief fahren kann, wie ich es gerne hätte. Das ist ein weiterer Punkt, und zwar wäre bestimmt noch einiges möglich, also Gewinde ist einiges noch da, Restgewinde ist da. Der könnte noch tiefer, aber ist halt begrenzt, weil irgendwann, wenn ich ihn tiefer schraube, schleift dann wieder die Antriebswelle an der Stabi-Stange. Ja, ich glaube, das war's dann, warum ich umbaue. Und zwar habe ich mir hier ein Stabi besorgt. Dieser hier ist von einem S38L. Gibt es natürlich auch im Golf V6 4Motion in sämtlichen Allrad-Bodengruppen, die gleich sind wie der Golf 4, sag ich mal. Also ich meine, TT, Allrad müsste auch drin sein, Golf V6 und S3 natürlich auch Allrad. Dieser hier hat nämlich keinen Bogen, der verläuft unter der Antriebswelle lang, und mit dem Stabi, normalerweise ist dann so vorgesehen, dass der Stabi dann zum Federbein geht. Das ist ein längerer Stabi, ich kann euch den mal zeigen. Der sieht so aus, normalerweise verläuft die so unter der Antriebswelle. Hier ist der größere Stabi, der dann ans Federbein geht. Dazu bräuchte ich ein anderes Federbein bzw. ein anderes Fahrwerk. Wollte ich vermeiden, deswegen baue ich jetzt den Stabi mit Serienkoppeln, oder was heißt Serien, mit normalen Koppelstangen für den Golf 4 ein, auch keine einstellbaren mehr, weil diese hier finde ich eigentlich recht passend. Diese hier sind so, dass hier die Führung drin ist, jetzt zeige ich euch mal, dass hier die Führung drin ist, und das Ganze wurde dann hier mit Gummi ausgefüllt, also so vulkanisiert oder wie man das nennt. Und bei den anderen Koppelstangen ist halt so, dass da ein Kopf ist und dann einfach nur eine Auflage ist, die dann aus Gummi ist, wo das Ganze dämpft. Bei denen hier habe ich die Hoffnung, dass wenn die ein bisschen schräg drin liegen, also was sie wahrscheinlich auch werden, dass sie ein bisschen schräg sind, dass das Ganze dann hier aufgefangen wird durch mehr Gummi, sage ich mal. Ja, die habe ich mir auch mitbestellt. Diese werden dann auch wieder hier unten an das Draggelenk gehen. Und schauen wir mal, wie das aussehen wird. Ich habe gehört, das funktioniert so. Das kann man so machen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das so. Wie das Ganze funktioniert, wie der Stabi ausgebaut wird, habe ich ja schon ein Video gemacht. Das kann ich euch dann hier verlinken, als ich den anderen Stabi reingebaut habe. Dazu muss dann praktisch das Lenkgetriebe mit den vier Schrauben gelöst werden, den Achskörper runter. Und dann müsste es schon gehen. Wie gesagt, ich fange mal an. Wenn das Ganze verbaut ist, sehen wir uns dann gleich nochmal. Und ich zeige euch, ob das funktioniert mit den
Koppelstangen oder nicht. Natürlich werde ich euch auch die Koppelstangen verlinken, wenn es funktioniert, dass wenn einer auch sowas machen möchte, sich diese Koppelstangen bestellen kann, weil von denen gibt es ja auch verschiedene Ausführungen. Ja, ich würde sagen, ich bock den jetzt mal auf, baue den alten Stabi raus und dann sehen wir uns nochmal. Bis gleich. So, hier sieht man jetzt den ausgebauten Stabi und den Formotion Stabi nebeneinander liegen. Hier sieht man auch schon, also wenn hier jetzt die Antriebswelle lang geht, nehmen wir mal an, das hier wäre die Antriebswelle, dann ist es so, dass beim Originalen er beim Tiefverlegen hier schleifen würde. Der hier hat einen größeren Bogen, dafür ist der Punkt hier weiter nach innen gerückt. Was dann dafür sorgt, dass die Koppelstange hier an der Antriebswelle schleift, wenn man einlenkt. Hier ist es so, dass die Antriebswelle hier oben lang geht und dann die Koppelstange Platz hat und an der Antriebswelle nicht mehr schleifen kann. Und man kann den Wagen auch tiefer setzen, die Antriebswelle kann weiter hochwandern und es stört niemand. Ich zeige es euch mal an der Koppelstange. So sieht das Ganze aus. Hier unten war die Koppelstange befestigt, so. Und da sieht man, dass die schon recht nah an der Antriebswelle ist. Und wenn man dann eingelenkt hat, dann hat die hier geschliffen. Hier sieht man auch die Schleifspuren. Leider. Wahrscheinlich, wenn das Ganze ein bisschen weiter weg gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm. Der Wagen würde aber trotzdem nicht weiter tiefer kommen. Jetzt ist das Ganze so, dass der Stabi unten lang läuft und dann befestigt wird und in der Hoffnung, dass der Wagen tiefer kann und auch nichts mehr schleift beim Einlenken. Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt auch alles zerlegt. Achskörper hängt am Boden. Anders da bekommt man ihn nicht raus, den Stabi. Lenkgetriebe abschrauben, Achskörper runter und dann geht das auch. Jetzt baue ich mal den Formotion Stabi ein. Mach die neuen Koppelstangen drauf und dann sehen wir mal weiter, wie das Ganze aussieht. So, und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn der Stabi eingebaut ist. Wie ihr seht, der Stabi geht hier unterhalb der Antriebswelle. Hier sind noch gut 1,5 Finger Platz. Wenn der Schenkel hoch geht, geht aber die Antriebswelle auch noch ein Stück mit hoch, also wird da ein bisschen mehr Platz sein. Von der Koppelstange her sieht es ganz gut aus. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Klar, die steht jetzt hier nicht kerzengerade hoch, geht so ein bisschen zur Seite, aber ich finde das ist okay. Also ich denke, der wird seine Arbeit gut machen. Ich denke mal, TÜV wird da auch nichts dagegen haben, weil es hat ja alles gepasst. Dementsprechend habe ich ihn auch gleich ein bisschen runtergeschraubt. Hat ja 1 kW Winterfahrwerk drin. Und jetzt bin ich gespannt, wie er aussieht. Also wie gesagt, auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Ich mache jetzt die Räder drauf und gucke mir mal die Tiefe an. Kann sein, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben und muss ihn wieder hochschrauben. Ich habe jetzt meine erste Probefahrt hinter mir und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt. Also es hat alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, wie ich es mir gedacht habe. Es schleift nichts mehr beim Einschlagen. Das war natürlich gleich das erste, wo ich probiert habe. Richtig genial. Keine Koppelstange, die an der Antriebswelle mehr schleift. Dann bin ich eine richtig huppelige Straße gefahren. Und es quietscht auch nichts mehr. Da war das Gummi vom Stabi war schon ziemlich beschädigt und hat angefangen zu quietschen, warum auch immer. Weiß nicht, warum Gummi quietschen kann, aber es ist halt so. Es quietscht nichts mehr. Es schleift auch nichts mehr an der Antriebswelle. Ich habe ihn nochmal tiefer gelegt und die Antriebswelle schleift auch nicht am Rahmen oder am Stabi selber, weil der Stabi geht ja unter der Antriebswelle lang, also das funktioniert gar nicht mehr. Ich habe ihn jetzt nicht extrem tiefer gemacht, aber gute, sag mal, 15, 20 mm, als er vorher war. Ich denke, wenn ich mir das so angucke, denke ich, dass ich ihn auf jeden Fall noch ein Stück runterschrauben werde. Zwar nicht heute, aber ich fahre jetzt erstmal eine Weile, prüfe das Ganze, wie sich das Ganze verhält und dann wird er nochmal ein wenig tiefer gelegt. Ich denke, es werden jetzt einige Kommentare kommen, dass das so nicht richtig ist, weil normalerweise ist der Formotion Stabi ja am Federbein befestigt. Dazu müsste man jetzt aber nochmal Geld in die Hand nehmen und ein komplett anderes Fahrwerk von Formotion nehmen, das eine Befestigung am Federbein hat, wo dann diese lange Koppelstange dran ist, die zum Stabi geht. Aber es geht auch mit diesem Fahrwerk, ihr habt es ja gesehen, kurzer Stabi,
an, kurze Koppelstange an den Vormotion-Stabi ran und es funktioniert. Er ist zwar ein bisschen schräg, aber ihr habt das selber gesehen, ist jetzt nicht viel. Ich werde auf jeden Fall die Wochen zum TÜV fahren und mal gucken, was er dazu sagt, aber normal sollte das keine Probleme sein, weil der Stabi macht ja, was er soll und er ist ja jetzt nicht auch groß auf Spannung oder sonst irgendwas, also es funktioniert auf jeden Fall. Ja, haut mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Mich freut's, weil ich kann ihn jetzt noch ein Stück tiefer setzen, ohne Probleme. Und schauen wir mal, wie er bis dahin aussieht. Hinten muss ich ihn auf jeden Fall auch nochmal anpassen zu vorne. Und dann schauen wir mal. Danke nochmal fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Ciao.